So, was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnage. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute geht es weiter mit dem Road to Commander. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, wir sind jetzt beim sechsten Part. Und ja, es wird Zeit, um weiterzumachen. Und ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, wie es mit dieser Zukunft hier aussieht. In der Zeit werde ich mein Emblem bearbeiten. Denn ich habe mir überlegt, ein Road to Commander jetzt, also weil es halt so gut ankommt und ihr mich halt so unterstützt und sowas, auch in, also in einem anderen COD zu machen. Und wo ist diese Link? Ach, da ist sie. Also auch in einem anderen COD zu machen. Das war halt eine ziemlich gute Idee eigentlich. Also als nächstes dann in Ghost zum Beispiel. Oder in... Ich weiß es gar nicht so richtig. In Ghost oder in MW2 oder in Black Ops 1 oder in MW3. Also ich gehe mal von COD4 bis zu Ghost. Also das sind ungefähr 4 Call of Duty, in denen man einen Road to Commander machen kann. Und ich suche gerade den rechten Nippel. Irgendwie finde ich den nicht. Hä, wo ist der rechte Nippel hin? Rechter Nippel, wo bist du? Okay, irgendwas läuft hier gewaltig schief. Ah, nee. Ach, da ist er, okay. Den müssen wir ganz nach hinten tun. Wie sieht man den jetzt? Muss er ganz nach vorne? Oder was? Ah, da ist er, der Nippel. Und der muss auch ganz nach vorne. So. Gut, dann brauchen wir erstmal eine Poperze. Also, ich weiß nicht. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wo ihr gerne einen Road to Commander sehen wolltet. Ja, das soll definitiv, das soll keine Schneeflocke sein, das soll eine Poperze sein. Wo ihr ein, wo ihr ein Road to Commander gerne sehen würdet. Ich schätze mal, als nächstes werde ich es in Ghosts machen. Weil, ja, das sollte eine ziemlich gute Idee sein eigentlich. Scheiße, wenn ich... Ah, ich weiß jetzt, was das Problem ist. Wenn ich da Beine hinmache, dann sieht man die Tittich nicht mehr. Was ziemlich scheiße ist. Okay, das soll ganz nach rechts. Ich habe ein bisschen Probleme mit der Steuerung hier irgendwie, weil ich mich so lange nicht damit beschäftigt habe. So ein bisschen mehr in die Mitte, weil wir wollen ja nicht, ne? Genau. So. Jetzt noch den linken Nippel. Da ist er. So. Da können wir später die Beine dann dahin machen. Und da können wir echt glücklich sein, wenn das Logo endlich fertig ist. So. Okay, los geht's mit dem Road to Commander und weiter geht's mit einem epischen Gameplay. Und wir spielen zur Aufwärmung erstmal eine Runde frei für alle. Spielen nicht so viele Leute, weil mittags habe ich das Gefühl, spielen nicht so viele Leute wie zum Beispiel abends oder sowas. Ist mein Mikrofon laut genug? Ah. So, jetzt müsste es laut genug sein. Jetzt ist es laut genug. Jetzt ist es ein bisschen zu laut, aber YOLO. Okay, los geht's. Eine richtig geile Map. Frei für alle Raid. Der erste Spiel. Nach einem Tag. Nach 6 Stunden eigentlich. Okay, nach 2 Stunden. Okay, eigentlich, einfach, ich kann mich halt vorher nicht aufwärmen. Das muss euch schon bewusst sein. Also, ich kann mich vorher gar nicht aufwärmen. Und diese Missgeburt, die kommt natürlich wie immer von hinten. Weil ich, wenn ich einmal zocke, steige ich vielleicht ein Level auf. Und das geht halt nicht. Und ich glaube, ich werde mir auch einen zweiten Account erstellen. Wo ich dann erübe! Okay, das Mikrofon ist ein bisschen zu laut, schätze ich mal. So ist es gut, so ist jetzt gut. Keine Panik, Leute, ich habe alles zur Kontrolle. Auch wenn es nicht so aussieht. Also, ihr wisst, wie ich aufgewärmt spiele. Und ihr wisst, wie ich unaufgewärmt spiele. Wenn ich unaufgewärmt spiele, bin ich kalt. Wenn ich aufgewärmt spiele, bin ich warm. Ja, natürlich! Lass mich in Ruhe! Stirb! Wow, ich bin aufgewärmt, jetzt schon. Wo ist er? Ja, natürlich. Da, du kleiner... Boah, diese Sniper heutzutage, die nehmen so viele Drogen zu sich. So viele Drogen. Ich fühle... Kennt ihr das, wenn ihr euch so ungemütlich fühlt? Was? Na ja, er hat noch einen Hack an. Er hackt. Typisch Hacker, ist ohne Scheiß, Alter. Stirb, du Hacker. Dich will keiner sehen. Mit dem will auch keiner spielen. Ja, der Hacker. Ja, der Hacker gegen den, der nicht zielen kann. Ja, oh, dieses C4 kommt angeflogen. Easy. Okay, also das Problem ist gerade,
Ich fühle mich da ziemlich ungemütlich. Ich glaube, das liegt daran, weil ich meine Zockerpose nicht... Ich kann euch ja mal... Wenn ihr wollt, kann ich euch mal zeigen, wie die Zockerpose aussieht. Nein! Oh, ich kann nicht zielen. Ich bin zu blöd, um zu zielen, Alter. Ja, komm, ich bin zu blöd, um zu zielen! Boah, oh, sorry, Alter. Ich... Nicht auf... Bitte. Ich... Guck mal, ich bin zu blöd und eigentlich müsste ich ihn mit einem Burst gekillt haben. Mir ist das peinlich, wenn ich schlecht spiele, weil ich eigentlich halt ein guter Spieler bin von Natur aus. Und ja, ich gehe davon aus, dass Zocken, Talent ist. Da bin ich fest der Überzeugung. Drohne erwartet Befehl. Nein! Egal, wenigstens habe ich ganz gut aufgeholt. Ja, jetzt führt er mal wieder, dieser Sniper, Alter. Jetzt führe ich wieder. Ja, langsam werde ich warm. Ich muss halt, weil das Problem, wenn ich nicht warm bin, ist einfach, dass ich nicht zielen kann. Und wenn ich nicht zielen kann, kann ich auch nicht spielen. Und wenn ich nicht spielen kann, dann macht mir das kein Spiel keinen Spaß. Dann bin ich sauer. Und dann, kriegt ihr alles ab. Und dann gibt es für 10 Wochen ein Snickers-Eis. Ganz genau so sieht es aus. Natürlich, ich kann nicht zielen, Alter. Lern zielen. Sorry, Alter, aber mich kotzen die Gegner einfach an. Das ist immer dasselbe mit denen. Die nehmen einfach zu viele... Nein! Ah, schade! Hätte ich bekommen müssen. Kommt der hier hoch? Der müsste eigentlich aus dem Fenster gucken, oder? Der kommt gleich, kommt gleich. Da ist er. Easy, locker, flockig aus der Hüfte, danke für den freien Kill. Easy, locker, flockig aus der Hüfte, danke für den freien Kill. Easy, locker, flockig aus der Hüfte, danke für den freien Kill. Easy, locker, flockig aus der Hüfte, danke für den freien Kill. Easy, locker, flockig aus der Hüfte, danke für den freien Kill. Natürlich. Bitte für den freien Kill. Stirb, er kommt hier. Ne, da, hier. Natürlich. Das ist auch so blöd, Alter. Merkt, ich habe keine Drohne. Oh, scheiße. Das ist meine Schwäche in COD. Ich vergesse immer, wo man messert und wo man, und man zielt. Übrigens, ich habe den Kommentaren gelesen, dass viele auch meine KD sehen wollen, meine Montane. Aber ich habe, bin ich ganz ehrlich, irgendwie will ich die gar nicht sehen gerade, weil ich bin ziemlich enttäuscht mit meinem Spielen letzte Zeit. Er hat mich nicht gesehen. Das kommt davon, wenn man seine Augen geschlossen hat, während man zockt. Ja! Achtung, such dir meinen besseren Namen, Alter. Ich würde das Spiel halt immer gerne mit der 2,5er KD beenden. Komm schon. Wo ist der Letzte? Ich will nicht sterben. Immer wenn ich nicht sterben will, sterbe ich 10 Mal. Jetzt ohne Scheiß. Ja, natürlich! Ah, sorry. Ich reg mich gar nicht mehr auf, okay? Schade, ich dachte, ich kann jemanden so killen, wenn ich das Auto zum Explodieren bringe. Was ist von der KD? 30 zu 13? Ja, das müsste was mit 2,5er sein, oder? Sorry, Mathe war noch nie meine Stärke. Zum Glück weiß ich, was 2 plus 2 ist. Das ist natürlich 5. Das nenne ich mal eine Killcam. Nehmt euch ein Beispiel dann. Mal sehen, was für eine KD ich habe. Die ist aber echt scheiße, glaube ich. Alter, ich muss mich echt mehr anstrengen, ey. Oh, ich habe nicht gesehen, was ich freigeschaltet habe, egal. Wo ist meine, War das gerade meine KD dort? Das hier? Nee. Abschuss? Nee, Wussten die KD? Habe das jetzt voll vergessen, schon lange nicht mehr geschaut. Bestenliste eigentlich, oder? Okay, also die gesamte KD, also in Team, in Fly for alle ist sie 1,88
Und im Team Deathmatch ist es die KD, die ich gerne haben will, also 2,51. Die gesamte KD müsste allerdings schlechter sein als 2,5, weil 1,8 und 2,5 macht nicht 2,5. Muss ich mal gucken, wo man die findet. Wir werden nochmal die Sword benutzen. Ich glaube, ich werde mir auch diese Tarnung kaufen, diese richtig geile grüne Tarnung. Muss bestimmt über Team Spaß machen. Aber übrigens, solche Tarnung... Oh nee, nicht diese Map übrigens! Ich kann auf diese Map nicht spielen! Natürlich! Ich kann auf diese Map gar nicht spielen, ich bin so schlecht auf diese Map jetzt, ohne Scheiß. Aber eins haben wir gelernt im letzten Part, und zwar... ich glaube, ich habe hier verloren, weil ich hier so schlecht war auf diese Map. Ja, dein C4 kannst du dir sonst wohin stecken. Ich brauche auch so C4. Mal gucken, ob ich das bald habe. Hinter mir. Wo sind die alle? Da ist einer gespawnt. Ernsthaft? Niemals. Einer ist vor meinem Gesicht. Habe ich mich erschreckt, Alter. Auf dieser Map, ich hasse diese Map einfach. Ich mag die gar nicht. Ich schätze mal, jeder hat so seine Hass-Maps. Aber ich finde, die ist einfach, hier ist so viel irgendwie. Und da ich die ganzen Spawns noch nicht so auswendig kenne. Oh, wechseln zu mir. Vielleicht werden wir ja Host. Und sind wir Host? Also einer von den dreien ist auf jeden Fall Host. Also wir. Oder einer von denen. Ach ja, ich liebe diesen Ort hier. Hier spawnen echt irgendwie alle. Jetzt ohne Scheiß, wörtlich genommen alle. Nur ich fühle mich hier irgendwie so unsicher ein bisschen. Mist, er ist nicht gestorben. Gut, jetzt haben wir endlich eine Drohne. Also wäre es gut, wenn wir jetzt überleben erstmal. Also da kommt einer von da. Wo ist er, wo ist er? Nein! Oh, schon wieder wechseln zu einem Host. Was? Was? Serververbindung getrennt, Hostmigration abgebrochen. Er hat einfach gedashboardet. Oh, was für ein Noob, Alter. So ein Noob aber auch. Ah, was soll ich dazu sagen? Ich würde mich über ein Remake freuen auf der neuen Konsolengeneration von Black Ops 2. Und was mich über Team freuen würde, ist, wenn sie ein MW2 Remake auch auf der neuen Konsolengeneration machen. Genau dasselbe Spiel mit verbesserter Grafik und ohne Hacker. Ich würde so durchsuchten, ne? Und vielleicht mit leicht veränderten Maps. Da würde ich High-Rise die ganze Zeit durchsuchten, Alter. Aber richtig. Okay, ihr seht also, wenn ich in Abschluss bestätigt reingehen will, das zocken einfach nicht mehr so viele Leute. Vor allem nicht mittags, weil wir haben es gerade erst 15 Uhr. Da zocken halt nicht so viele mittags. Vor allem, weil das Spiel jetzt ziemlich viele Deutsche suchten. Also in Team Deathmatch müssten wir schon was finden. Übrigens, ich tendiere immer dazu, wenn ich eine Lobby suche. Ich weiß nicht, ob was das bringt, aber nochmal reinzugehen, nochmal rauszugehen und wieder reinzugehen. Ich weiß es nicht. Mist, okay. Ich gehe mal in Try for All nochmal rein. Try for All macht mir, um ehrlich zu sein, am meisten Spaß. Ist mein Lieblingsspielmodus, um ehrlich zu sein. Ah, genau. Lass uns mal. Ich habe in den Kommentaren gelesen, einer wollte, dass ich Hardcore spiele. Lass uns mal Hardcore Team Deathmatch spielen. Viele sagen, soll ziemlich populär sein in Black Ops 2. Mal sehen. Wenn wir eine Lobby endlich mal finden würden. Im schlimmsten Fall schneide ich einfach. Wir haben eine Lobby gefunden. Cargo. Hafen von Singapur. Hardcore Team Deathmatch. Okay, Hardcore Team Deathmatch. Welche Waffe ist die ist geile? Bestimmt ein Hardcore. Okay, Teammates. Los geht's. Was passiert eigentlich, wenn ich ihn abschieße? Sterbe ich dann selber? Ups, oh shit. Okay, sorry. Bin ich jetzt einmal... Nein! Oh Gott, ich mach das nie wieder, Alter, jetzt ohne Scheiß. Echt nicht.
Was? Natürlich, Alter. Er hat mich getötet. Ja, mein eigener Teammate hat mich verraten. Ich kann nicht zielen, natürlich nicht. Jeder ist mal auf Droge. Auch ich. Ja, natürlich. Hardcore noch nie gespielt hier in Black Ops 2. Oh, mein Teammate. Aber ich finde, die SWAT ist auch nicht die beste Waffe dafür. Da ist mein Teammate bestimmt irgendwo. Ein Gegner, meine ich. Okay, das waren Reflexe, Alter. Reflexe sind hier das A und O. Ne, das B und Z, wisst ihr? Tot. Hat mich aber... Nein, der ist tot. Ich muss aufpassen, dass ich nicht unbedingt aus Versehen Teammate treffe. Weil ihr habt ja gesehen, wie mein Teammate gelitten hat. Was? Den hätte ich bekommen müssen. Scheiße. Hier muss man sich über Team konzentrieren, weil Hardcore echt eine harte Sache ist. Nein, 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 nein. Er ist am Fenster. Da ist er, da ist er, da ist er. Aber mich jetzt damit einzulegen, wäre nicht so schlau. Obwohl. Nein, er geht immer weg, wenn ich da hingucke. Wir haben den Vorteil verloren. Wo sind die? Ich sehe gar... Oh, Hardcore ist so komisch, Alter. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Ich sehe keine Karte. Headshot. Ich sehe keine Karte, ich sehe gar nichts, Alter. Nein! Ich kann... Ich bräuchte unbedingt eine Drohne. Teammates, wenn ihr eine Drohne bekommen könnt, dann würde mich das echt freuen, Alter. Dann seid ihr wenigstens zu etwas zu gebrauchen. Oh. Ich würde ihn gerne killen. Ja, habe ich. Gut gemacht. Gut gemacht. Wir sind in Front. Ich will eine Drohne haben. Drohne steht bereit. Ah, jetzt habe ich eine Drohne, okay. Drohne endlich. Okay, die spawnen jetzt alle da. Die Sponschki-Monschki alle da. Sich da übrigens an das Fenster zu stellen, ist nicht gerade die schlauste Idee. Weil da gucke ich ziemlich oft hin. Und glaub mir. Der kommt jetzt von da. Oder auch nicht. Ich gehe jetzt mal hier weg, sonst wird es zu langweilig. Er ist hier drin, er ist hier drin. Er chillt hier eine Runde. Komm raus. Oh, mein Teammate. Geh vor. Geh vor. Gut gemacht, Teammate. Danke. Nein, 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 nein. Nein! Wenigstens habe ich Blitzschlag. Aber ich bräuchte eigentlich eine Drohne für... Ah, okay. Blitzschlag ist hier auch übertrieben effektiv, weil... Zwei Kills. Man muss aber aufpassen, dass man die Teammates nicht aus Versehen trifft oder sowas. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt die mit dem Blitzschlag getötet, die hier waren. Oh, die Reflexe sind so wichtig hier, ne? Deswegen gehe ich immer davon aus, dass Zocken Talent ist, meiner Meinung nach. Ich mache mal einen Commentary drüber, ob ihr denkt, dass Zocken... Oh, sorry, Teammate. Ich liebe deine Muskeln. Hier. Penner Teammates, Alter. Kann eh keiner gebrauchen. Boah, hat er mich getötet. Ich hätte geweint, Alter. Jetzt so eine Scheiß. Weil ich mir denken würde, wie schlecht bin ich denn. Oh, wow, das war eine knappe Geschichte. Ups. Drohne steht bereit. Drohne nähert sich. Nein! Von hinten! Ich hätte ihn noch definitiv bekommen. Oh, Mann. Ich habe mich nicht so konzentriert, deswegen habe ich nicht gesprochen. Es tut mir natürlich auch mal leid, ne, wenn ich in dem Moment nicht reden kann, ne, aber... Manchmal gibt es halt sehr Wichtiges zu tun, so. Er ist da. Was macht er da? Er chillt in der Runde, hä? Chillen ist auf jeden Fall eine gute Sache. Chill ruhig weiter, du Penner. Ich weiß nicht genau, ob die... Ja, die SWAT ist eigentlich schon eine richtig gute Auswahl. Vor allem, wenn man Hardcore spielt, aber... Ja, Hardcore ist schon sehr skillbasierend, aber in COD, wo sowieso jeder zweite campt... Ja, es macht trotzdem Spaß, okay? Ja, was dachtest du, wer du bist, Alter? Mann, ich hasse diese Camper! Okay, in Hardcore ist es schon schwer zu spielen und Campen ist schon ein bisschen gerechtfertigt, aber... Immer weiter kämpfen. Wir liegen vorn. Nein! Ich hätte wissen müssen, dass ich sterben werde, aber ich hatte eine Drohne. Drohne nähert sich. Nur, dass ich immer davon zu spät erfahre, irgendwie. Weil das immer so spät angezeigt wird. Sonst hätte ich, glaube ich, noch überlebt. Easy, locker, flockig aus der Hüfte. Danke für den Flying Kill.
Nein! Fuck! Was für ein Fehler! Oh Gott, das nervt einen so. Nimm das. Ich werde die jetzt hier abfangen. Okay. 20 zu 6 in 3,33 KD, also ziemlich gut. Ich glaube, Hardcore ist echt mein Spielmodus. Hat mir übrigens einer aus den Kommentaren empfohlen. Hat das mehrmals gemacht. Und Hardcore ist echt ziemlich spaßig, aber... Ja, weiß nicht. Es macht schon ziemlich Spaß, aber so ohne Karte und sowas, weiß nicht. Also ich finde, eine Drohne und Orbitalsatellit ist hier schon echt Pflicht. Ich gucke mal, ob ich mein Orbitalsatellit und meine S-Mine bald freigeschaltet habe. Weil manche Leute sind einfach zu blöd, um sich zu ducken. Das passiert mir immer wieder, dass ich durch eine S-Mine sterbe. Und wenn ich mich irgendwo halt verkämpfen will erstmal, dann ist so eine S-Mine schon auf jeden Fall ganz gut, ne? Muss man ja sagen. Gut. Ein Spiel geht auf jeden Fall noch rein und raus. Und Maus und Haus. Und geh jetzt bitte raus. Denn wir zocken jetzt also auf jeden Fall mit der Orbital... Level 42! Boah, wir sind erst Level 25, Alter. Scheiße, ey. Okay, wir werden mit einer anderen Waffe diesmal zocken. Mit, ich will halt nicht immer mit derselben Waffe zocken, auch wenn das meine Lieblingswaffe... Ja! Perfekt, Alter! Diese Waffe ist richtig geil. Vor allem hier. Zähigkeit in Hardcore? Naja, ich weiß ja nicht. Shit. 28, wir müssen noch ein bisschen warten. Handgranate. Ja, wir bleiben bei den Handgranaten. Ach shit, ich hatte noch einen Pokémon. Ach Mist. Ich habe nicht alle 10 Slots ausgenutzt. Wir spielen aber diesmal auf Slums. Eigentlich Slumski. Und beste Map ever, würde ich sagen, ne? Mit der Fall. Ich glaube, die ist sogar eine One-Shot-Waffe. Auf den Oberkörper allerdings nur. Allerdings das Problem bei dieser Waffe ist, ich mag sie nur mit, mit Rotpunktvisier. So mag ich sie nicht so ganz, aber... Okay, versuchen wir einfach mal unser Glück. Ich meine unser Skill. Netteammates. Netteammates, antwortet. Haha, das geschieht euch recht. Oh, Raketenwerfer muss ja auch gemein sein, Alter. Komm schon, zeig dich. Zeig dich, zeig dich. Nein, ich wusste es! Mist, er hat nicht mal meine Semtex mehr gezählt. Leider nicht mehr. Warte mal, hinter mir? Nee, das meint ihm. Ich achte ja übel auf Geräusche und sowas, ihr wisst Bescheid. Nein! Das ist echt ärgerlich. Oh mein Gott. Wer, der Typ killt mich jetzt. Stopp, bitte. Hallo, der ist tot, Alter. Chill doch mal. Dein Leben, Alter. Ich lade zu langsam nach. Wesentlich zu langsam. Ich werde jetzt hier reingehen. Nein! Oh Gott! Nein! Was? Natürlich! Nimm keine Drogen, Alter! Gibt's hier überhaupt sowas wie eine Killcam? Nee, ne? Man stirbt einfach instant. Ich spiele gerade richtig schlecht. Und es tut mir auch irgendwie leid, muss ich ehrlich zugeben. Weil, mein Ziel ist es schon, ziemlich gut zu spielen. Weil ich schon Wert auf gute Gameplays lege. Bin ich ganz ehrlich, ne? Aber, weiß nicht. Drohne A und 60, ob ich eine Drohne habe, alles klar. Verbündete Drohne nähert. Die ist richtig geil in, Ich will diesen Hunde so nicht mehr sehen. Was? Wieso sagt er sowas Böses? Achtung! Nein! Oh mein Gott! Nähert. Er hat eine Sniper! Ich hasse es! Feindliche Drohne, na super. Was gibt's denn noch? Irgendwelche Wünsche? Ja, natürlich. Natürlich! Semtex zu werfen ist hier Selbstmord. Alles klar, wir haben was Neues dazugelernt. Ich bin so unzufrieden, ne? In diesem Road to Commander. So unzufrieden einfach. Oh mein... Was machst du da? Nein, ey. Ohne Scheiß, mit dieser Waffe hätte ich nicht spielen sollen. Ja, wir sind extrem hardcore am Verlieren, Alter. Ja, na!
Oh mein Gott, nein! Hör auf damit! Ich spiel gleich nicht mehr mit dieser Waffe. Ich wechsle gleich meine Klasse. Ich habe übrigens einen Nachteil als Linkshänder mit dieser Waffe. Und zwar bin ich ja Linkshänder und kann deswegen mit meinem... Achtung, feindliche Drohne... Piss dich! Ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Nee, ich spiele nicht mehr mit dieser Waffe. Ich kann nicht so gut, nicht so schnell mit dem rechten Finger schießen. Deswegen benutze ich die Waffe eigentlich nie so. Na, kein Bock mehr, ernsthaft nicht. Kein Bock mehr, Alter. Ich könnte weinen, Alter. Das ist einfach so unfair. Mein Team kann nicht spielen. Und deswegen kriegen die Gegner immer eine Drohne. Ich bin wesentlich besser als die eigentlich. Na, lern spielen mit deiner scheiß Scorpion, diese Noob-Waffe. Das ist die größte Noob-Waffe im ganzen Spiel. Wenn ich die erstmal habe, nehme ich sie auch. Man stirbt hier zu schnell, man stirbt hier definitiv zu schnell. Ja, genau, schießt gegen die Wand. Dulli, Alter. Man muss hier aber auch dauerhaft schießen, kann das sein, Alter? Oh, 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 ich habe mein Teammate gekillt, scheiße. War ich das? Ich habe mein eigenes Teammate gekillt, Alter, ich bin so schlau. Schlauster Mensch ever. Der kommt da raus, wetten? Egal, ich dürfte nicht so lange hier stehen bleiben. Ah, er geht wahrscheinlich hier lang. Ja, er wollte mich flankieren. Boah, mit dieser Waffe ist es so viel besser, ne? Die scheiß Fall, Alter. Ja, Penner, ich hasse diesen Typ mit seiner Scorpion, der campt so, ne? So ein Camper, kann nicht spielen, ey. Lern zu spielen, Alter. KD. Und der Sprecher beleidigt nur die Menschen. Ja, er campt da bestimmt wieder. Ach, es ist unglaublich. Ich bin so froh, wenn das Spiel vorbei ist. Könnt ihr langsam das Spiel beenden, ihr Noobs, Alter? Der Zeitplan ist in Gefahr. Beeilung! Ich finde diese Map aber auch für Hardcore ziemlich viel schwerer. Ich habe ihn definitiv, ich habe definitiv zuerst geschossen. Definitiv. Der kommt hier raus, wetten? Ich habe ihn reingehen sehen, deswegen glaube ich, er wird hier rauskommen. Okay, ich habe keinen Bock mehr zu warten. Ich habe keinen Bock zu campen. Mama mia! Nie wieder spiele ich diesen Spielmodus. Ich gehe dann nochmal für eine, vielleicht für alle rein wahrscheinlich. Ach, scheiße. Nein, nein, nein. So, so, ich ging 5, hä? Ich meine, das kann man ja nicht Teammates nennen mit 1 zu 2 und 7 zu 17. Wow! Camper. Das sind ja keine Teammates, das sind Missgeburten. Die ganzen Gegner nur Killstreaks geben. 5 zu gegen 3, super! Missionsprofil wurde nicht erfüllt. Unglaublich, ernsthaft. Meine Teammates verlassen mich, ich bin ganz alleine. Wenn ich mal schlecht spiele, dann will ich mal gerne noch ein Spiel machen. Weil ich
nicht zufrieden bin. Also dann versuche ich halt, das irgendwie ein bisschen auszugleichen. Deswegen machen wir noch kurz einen Fight für alle. Mal sehen, vielleicht reiche ich noch in diesem Part in Level 17. Wir spielen auf Carrier. Kein Hardcore. Es gibt auch Hardcore-Fight für alle, ne? Das würde ich gerne mal spielen. Mal gucken, ich gucke mal kurz, bevor ich den Part beende, werde ich noch kurz gucken. Frei für alle. So, er hat 7 Kills. Mal sehen, ob wir aufholen können. Fehlschlag steht nicht zur Debatte. Dieser Ort ist hier eigentlich der beste, weil hier unten spawnen die dauerhaft, konstant, Alter. Nein! Keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Ich bin auf Droge, Alter. Wisst ihr was? Ich nehme meine Gamer-Position ein. Na! So, jetzt habe ich die Gamer-Position. Passt auf, zieht euch das mal rein. Ich weiß gar nicht, war das der linke Fuß oder der rechte Fuß? Ich glaube, das war der linke. Ja, definitiv. Alles wird gut. Jeder ist mal auf Droge, Alter. Das war der andere Fuß, glaube ich. Ich glaube, das war der andere Fuß. Ja, das war definitiv der andere Fuß. So. Ja, das, ohne Scheiß, das war wirklich der andere Fuß jetzt. Jetzt ohne Scheiß. Ja, ich werde dich mal aufholen, Alter. Ich hab... Ach, Gott. Ich kann nicht mehr, ernsthaft nicht. Ich mach mich fertig, Alter. Ich kann nicht mehr spielen, ich hab's verlernt, Alter. Verlernt. Ich kann einfach nicht mehr spielen, Alter. Ich spiele wie Müll. Was machst du da? Wieso hüpfst du? So sieht man sich wieder. Wow, ganz cooler Pro-Spieler, Alter. Was denkst du, wenn... Komm her, nimm das. Ich kann gerade nicht spielen, Alter. Es tut mir so leid, Alter. Es tut mir wirklich so leid, Alter. Er hat 2 Stück damit gekillt. 2 Stück. Wo ist er? Ich spiele so wie Müll, ne? Ich will nicht rummeckern, ernsthaft nicht, ne? Aber... Ich weiß, dass ich ein guter Spieler bin und dann passiert sowas, Alter. Ich glaube, das kommt davon. Wisst ihr was? Ich werde mir einen anderen Account machen und mich mal aufwärmen, bevor ich spiele. Dann muss ich halt für 2 Accounts Xbox Live zahlen. Aber ich kann so nicht spielen! Wenn er eben. Oh Gott! Mir ist so warm, ne? Ich schwitze so. Hinter mir, rechts von mir, überall! Hinter meinem Arschloch sind die sogar! Dieser Sniper, ernst? Wo bin ich hier gelandet, Alter? Achtung, feindliche Drohne nähert sich! Alter, das interessiert mich nicht. Sollen die doch 10 Drohnen haben, Alter? Juckt mich nicht, ey. Dieser Typ, ne? Mit seiner scheiß Fall, Alter. Der soll lernen zu spielen. Ich reg mich gar nicht mehr auf. Mich interessiert's gar nicht. Ich bin gar nicht sauer. Ernsthaft nicht. Ich kann gerade einfach nur nicht spielen. Das ist das Ding. Ich glaube, das liegt an der Hose aber auch. Hab mir so eine Hose angezogen, die ist ultra ungemütlich. Jetzt ohne Scheiß, die Hose ist ultra ungemütlich. Ich werde nie wieder mit der spielen. Ich zieh mir gleich eine andere Hose an. Der hat doch nur einen Kill. Ich könnte weinen, Alter. Weinen.
Deswegen wollen auch nicht so viele Leute ein Road to Commander machen, weil es halt immer so scheiß Spiele, so scheiß Momente gibt. Und die will ich auch nicht gerne zeigen. Bin ich ganz ehrlich! Ja, 360, gut, Respekt, Digga. Du bist der beste Spieler ever. Super, will ich sehen. Super, zeig mir die Killcam. Apologize. Wie kann man sich nur so nennen, Alter? Oh mein Gott, was für eine Killcam. Mit dem Messer. So schlecht, Alter. Kann einfach nicht spielen, Alter. Ach. Oh, die linke Titte ist heller als die rechte. Noch ein bisschen heller ist gelb. So, das ist perfekt, oder? Ja. Ne, immer noch ein bisschen dunkler. Ups. Ah, ich glaube, ich habe dieses gelb hier gewählt, oder? Ja, jetzt, das ist so. Gut, im nächsten Video machen wir unser Thumbnail weiter und nehmen uns vor, besser zu spielen, weil ich schäme mich jetzt ohne Witz, ich schäme mich für meine Plays. Deswegen bitte ich das zu entschuldigen, aber wenn es euch trotzdem gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da. Und bewerten und kommentieren nicht vergessen. Abonniere jetzt meinen Kanal, um ein Snickers Ice Crew Member zu werden. Und dann sage ich nur noch ciao, ciao. Ich weiß wie. Oha. Lass uns nochmal sterben, okay? Lass uns nochmal sterben. Okay. Komm her. Ich zeig dir wie. Bestimmt klappt es so. Ich weiß nicht, glaubst du, mein Portal geht durch deins? Also wenn ich jetzt. Nee, pass auf. Ich mach ein Portal.